Mängel eingeschränkt hier, deutlich. Mhm. Der Gestank, der immer hochzieht, das ist, naja, sagen wir mal, sehr negativ, um nicht das adäquate Wort dafür benutzen zu müssen. Also es kann nicht sein, dass ein ganzes Gebäude irgendwie nach Fäkalien stinkt. Ja. Und immer mehr ja wohl. Also war ja wohl früher nur, wenn es im Sommer warm war oder so. An manchen Tagen der Woche, jetzt ja fast jeden Tag. Das sind ja keine zumutbaren Bedingungen. Also meist habe ich diesen Gestank wahrgenommen, wenn ich das Gebäude verlassen habe oder auf dem Wege zum Verlassen des Gebäudes war. Insofern ist der störende Geruch. Ein inakzeptabler Zustand in einer Schule, weil ich meine, am Ende geht ja von Gesundheitsgefahren aus, sonst was, man weiß vielleicht gar nicht so genau, was es ist. Hier ist ja der Arbeitsplatz von Leuten und ich meine, wenn zum Beispiel das Rauchverbot jetzt dadurch durchgesetzt wird, dass mit dem Argument durchgesetzt wird, dass es ja für die Kellner an dem Arbeitsplatz ungesund sei. Ich meine, hier ist ja auch der Arbeitsplatz und wenn es eventuell ungesund ist, dann ist es natürlich nicht erträglich. Ja? Und man sieht halt auch daran auch mal wieder, wie schlecht ausgestattet eben die öffentlichen Gebäude sind. Ja, also im Zuge des Betriebspraktikums komme ich auch manchmal ein bisschen rum in Unternehmen und so weiter. Und einige, die da arbeiten, die würden hier bestimmt nicht mal auf die Toilette gehen. Und selbst wenn es gut riecht, die würden in solchen Räumen nicht arbeiten. Die Austauschmaßnahmen sind eben im Prinzip absurden Theater zuzuordnen, weil da wurden mal drei Tafeln geweißt, an beliebigen Stellen anscheinend nur um auszuprobieren, ob die Farbe deckt. Die Struktur ist da nicht zu erkennen. Formulieren Sie, es werden defekte Platten einfach ausgewechselt. Mhm. Es ist aber letzten Endes Flickschusterei, weil die Schule gehört grundsaniert. Das weiß man auch nicht. Wie viele Leute werden mit der anderen Schule gehen? Sechs. Wenn es tatsächlich Schimmelpilz ist, wenn das nachgewiesen ist, dass es Schimmelpilz ist, müsste man im Prinzip dicht machen. Schimmelpilz ist definitiv gesundheitsgefährdend. Müsste man im Prinzip dicht machen.